Hallo Freunde, ganz lieben Gruß geht raus an euch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's mit dem VfL. Ja, ich kann es wirklich echt kaum glauben. Weiter geht's auf der absoluten Euphoriewelle. Wir sind wirklich im absoluten Erfolgsmodus aktuell. Ja, hätte ich mir echt nicht zu träumen lassen, wo ich die Karriere gestartet habe. Ich meine, man hat ja immer so die Hoffnung, dass es gut läuft, dass man, ich sag mal, im Optimalfall, wenn man so eine kleine Mannschaft trainiert, dass man nicht absteigt. Aber ja, zweiter Tabellenplatz ist schon echt eine Hausnummer. Vor allem so früh in der Saison den Klassenerhalt klar zu machen, das hätte ich echt ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Ihr seht ja auch an der Tabellenposition. Wir sind jetzt seit dem, ja, vom Diagramm her würde ich schätzen, so seit dem sechsten Spieltag in der Champions League-Region unterwegs. Und ich würde sagen, wir waren, ja gut, jetzt ausgenommen vom ersten Spieltag, wo wir verloren haben in Stuttgart, nie niedriger als Platz 14, 13, 14, also das ist schon echt krass, muss ich doch wirklich sagen, zumal wir jetzt in der Rückrunde alle Spiele gewonnen haben, wie ihr sehen könnt hier. Bremen zwar immer knapp mit einem Tor Unterschied, gerade mal die drei Heimspiele sogar mit dem gleichen Ergebnis jedes Mal, aber da kräht am Ende keiner mehr nach, ne? Ist einfach so. Schlicht und ergreifend, wenn man oben steht, am Ende juckt es kein Schwein, wie die Punkte zusammengekommen sind, weil irgendwo muss man ja auch eine gewisse Qualität haben, um zu gewinnen. So, jetzt geht es im Duell 11. gegen 2. darum, weiter natürlich den Vorsprung auszubauen. Jetzt können wir uns neue Ziele setzen. Der Vorstand möchte natürlich, dass wir jetzt im Tabellenmittelfeld uns etablieren, abschließend nicht etablieren, dass wir uns da ja, halt in dem Bereich bleiben. Ne? Also so zwischen 9 und 12 kann man sagen, sollen wir jetzt schon abschließen. Das ist jetzt auch die neue Vereinbarung seit der Rückrunde oder in der Winterpause festgelegt worden. Und das ja, versuchen wir jetzt weiterhin dann auch in der Hinrichtung festzumachen. Wir haben 14 Punkte Vorsprung zum Beispiel vom 9. oder halt 13 vor einem nicht-europäischen Platz. In dem Fall jetzt gerade aktuell Freiburg. Auch das Verfolgerfeld, wie ihr schon sehen könnt, meistens alle im Minusbereich. Selbst Dortmund, also die Dortmunder sogar mit minus 2. Und schon, ja, relativ abgeschlagen hinter uns mit 14 Punkten. Ne? Also wir haben uns schon ein ganz schönes Polster angefressen aufs Verfolgerfeld. Selbst der 5. Hoffenheim hat 10 Punkte hinter uns Abstand. Aber ich würde sagen, ich komme jetzt erstmal zu Potte und wir beginnen erstmal mit den Vereinsnews. Reserve hat gewonnen, wieder hat Luis Musset getroffen, doppelt, und zwar doppelt sogar. Vierter Sieg in Folge, man ist hochgerutscht von Platz 5 auf Platz 4, hat die Schalke überholt. Wird zwar nichts mehr mit der Meisterschaft, würde ich sagen, sind 16 Punkte auf Wolfsburg, die eilen davon. Aber trotzdem hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist immer wieder gut zu sehen, dass die Reserve auch eine gute Leistung zeigt, weil dadurch kann sich halt auch die Jugend gut entwickeln halt, ne? Also gute Leistung und ein gutes, intaktes Mannschaftsklima fördert immer auch natürlich die Entwicklung. Torschützen hier sehen wir, wie schon erwähnt, Musset zwar doppelt, Toto hat einmal getroffen und Moritz Römling ebenfalls. Den habe ich nach wie vor nicht losbekommen, auch am Ende nicht. Der Transferliste wird daher den Verein ablösefrei verlassen. Das mal so nur am Rande, hatte ich letztes Mal vergessen zu erwähnen. Ja, weil er halt einfach auch ja, quasi eigentlich mehr schon Profi ist, statt ein daueretablierter Reservespieler, sag ich mal, dauerhafter. Ne? Also könnte eigentlich für die Profimannschaft spielen, tut er aber bei mir gar nicht. So, Broschinski, zweite Mal in Folge oder zweite Mal innerhalb kürzester Zeit in die 11. Woche gewählt worden. Ne? Also der hat aktuell echt guten Lauf. Sieht man mal die restliche Aufstellung. Einige Mainzer dabei, Kor, Barkok, Wiedmer und Derek Köhn. Also Mainz hat auf jeden Fall die Woche auch ordentlich geliefert, aber es geht ja in dem Fall nur um unsere Spieler und da ist Broschinski zum zweiten Mal dabei. So, das war schon. Es war nicht viel los innerhalb der Woche, keine Verletzungen diesmal oder sonst was. Eher gesagt, im Gegenteil, ne? Das lockert sich alles, entspannt sich die Verletztenliste so weit, so gut. Gucken wir uns die Frankfurter an, die mit Ballbesitzfußball antreten werden zu Hause. Wieder heißt es, sie werden etwas vorsichtiger spielen in der Grundausrichtung. Ja, nee, ist klar. Also ich denke mal schon, die werden stärker auftreten als auswärts. Also wenn es doch so sein sollte, jedes Mal, dass eine Heimmannschaft gegen uns vorsichtiger agiert, dann verliere ich langsam den Glauben. Also zu Hause macht man eigentlich Dampf, sagt man immer so schön, ne? Wie man hier sieht, auch wieder mit 5-2-2-1.
Ja, an und für sich eigentlich schon. Ist man darauf angelegt, dann noch den Beton anzurühren, hinten gut zu stehen, aber der gute Beton anrühren ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, dann wäre es ja auch der taktische Stil. Ne? Also man versucht schon, das Spiel selbst zu machen, den Gegner zu dominieren, in der Hinsicht dann halt in einer vorsichtigeren Grundausrichtung, aber nichtsdestotrotz ist der Kader gut besetzt. Goose Thiel habe ich gesehen im Nachhinein, da ist man sogar eine Kaufverpflichtung eingegangen, ich weiß jetzt gar nicht wie viel. Ach nee, das sieht man ja gar nicht hier, das sieht man hier. Ein Fehler meinerseits, 7,75 Millionen Euro, auch nicht gerade billig. Ich finde den kuriosen Verlauf der Saison oder allgemein der Karrierestatistik ist ja ganz kurios insgesamt. Ne? Also nach Spartak Moskau gewechselt, von der AZ Alkmaar für 16 Millionen, dann nach Eindhoven für 4 Millionen, dann wieder nach Moskau. Irgendwie ist da aber nicht zustande gekommen. Keine Ahnung, was das war. Und dann hat man ihn wieder zurückgeholt für 4 Millionen. Oder ich verstehe irgendwas falsch, aber naja. Er wird ja nicht umsonst aufgelistet sein, die Vereine. Ne? Also von daher wird da wohl irgendein kurioser Weg vonstatten gegangen sein. Nur mal so am Rande. Ja, hinzugekommen ist keiner in der Winterpause. Zwei Abgänge hat man ja nicht zu hat man halt zu vermelden. Also es ist jetzt kein schmerzhafter Abgang per se. Aurelio Buta, den hatten wir ja schon, ne? Ist gewechselt auf Leihbasis zum SV Werder Bremen. Und Jens-Peter Hauge nach Lech Posen. Ich kann mir denken, von der Summe her bestimmt mit. Nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ach, das ist eine feste Ablöse. 750.000 Euro, beziehungsweise 950.000 Euro muss man sich mal geben. Der hat mal bei AC Milan gespielt und war ein richtig verheißungsvolles Talent, richtig vielversprechend. Und mit 24 Jahren ab, zurück, nee, nicht zurück, sondern ab in die polnische Liga, in die erste. Und das ist ja schon, ja, mehr oder weniger sehr überraschend, ne? Wenn man den Karrierewerdegang sich so anguckt. Ich meine, der war jetzt nicht so der Spieler, der Millionen losgelöst hat für eine Ablösesumme, für die Summe, die Milan zum Beispiel für ihn gezahlt hat. Oder auch jetzt hier die Eintracht insgesamt 10 Millionen. Aber ja, AC Milan halt, ne? Da könnte man schon denken, das ist ein richtiger Top-Talent oder ein richtiger Top-Spieler. Hat sich dann aber dementsprechend nicht so entwickelt, auch bei der Eintracht nicht wirklich überzeugt, wie man sehen kann. Ja, und die Ergebnisse, die sind so lala. Man wartet jetzt seit 4 Spielen auf einen Sieg. Ist international schon ausgeschieden. Jawohl, sonst hätte man ja schon wieder ein Spiel gehabt. Es ist schon international nicht mehr dabei. Und ja, wird jetzt wohl versuchen, die Saison irgendwie zu retten. Also ich denke mal, Minimum ein Einsteiger-Tabellenplatz wird da wohl Ziel sein. Sind aber jetzt nicht auf den schlechtesten Weg, aber wir erwischen sie aktuell in einer relativ schlechten Phase, würde ich sagen. Auch die Gegner sind jetzt nicht so, sag ich mal, von den Ambitionen her nicht so, dass man da sagen muss, okay, da kann man verlieren oder da kann man patzen. Normalfall würde ich jetzt sagen, für eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel sich platzieren will, da muss man schon gewinnen oder zumindest ein paar Punkte holen. Ne? Auswärts hat man zwar den einen oder anderen Punkt mitgenommen, aber ja, 4 Spiele, kein Sieg. Ist ja trotzdem nicht gerade supi. Ausfallen wird jetzt kommst du da, Elias oder Ellis Skiri. Ich glaube, ich lasse der nächste einfach die Vornamen weg. Kevin Trapp, das könnte ein Trumpf für uns sein, dass Trapp fehlt. Und Ansgar Knauf auf unserer Seite, zwar nicht mehr lange, aber trotzdem nicht dabei. Boni Kwarteng. Und damit kommen wir eigentlich schon zur eigenen Formation. Wir werden uns nicht verstecken. Spielen wie zum Beispiel wie in Dortmund, wird dann ein 4-3-3. Kevin Stöger schmeiße ich rein nach der Leistenzerrung, aber mit Empfehlung halt nur 75 Minuten. Also je nachdem, wie es läuft, und dann wird die Position hier durchgewechselt. Und zum Beispiel werde ich dann als Option Baro auf die Zentrale zurückziehen und Daschner reinbringen. Oder auch Baro direkt für Stöger. Wäre so eine Idee. Und sonst hat sich eigentlich nicht viel getan. Boschinski wieder für Asano, da war ich jetzt wirklich echt unentschlossen, aber ich werde mal das mehr oder weniger weiterhin ausnutzen, dass Boschinski aktuell so richtig gut drauf ist, und von daher lasse ich ihn halt dann auch von Anfang an wieder spielen. Ist ja so, dass wir da, ist ja nicht so, dass wir nicht wechseln könnten, falls es mal mies läuft. Okay, Frankfurt mit dem Anstoß. Oh, direkt das Spiel am Breit machen und den Ball vertändeln. Sehr schön. Ja, ich rechne mal hier mit, bei dem Spiel wieder mit schon weniger Ballbesitz. Davon lässt sich ausgehen. Ganz cool wäre natürlich,
wenn wirklich der, oh, schön antizipiert von Wittek, wenn Gral da eine entscheidende Rolle spielt. Was jetzt? Elfmeter? Jo, sieht nach Elfmeter aus, wird geprüft. Oh, Wittek hat sich, glaube ich, verletzt, wie es aussieht. Liegt da, klopft auf den Boden. Natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Geschichte. Mal schauen, Wittek. Das kommt wohl gleich. Stöger, boah, angeschlagen, schießen lassen. Ich würde sagen, nein. Der ist angeschlagen. Matos Bero lasse ich lieber schießen. Der ist gelassen. Aber obwohl, das ist auch nicht gerade so das Beste. Aber ich werde es trotzdem einfach, boah, oder nicht? Wir werden Stöger schießen lassen. Auch wenn er angeschlagen ist, hatten wir zwar schon einmal gegen Hoffenheim war es, nee, gegen Heidenheim war es, glaube ich. Dass er angeschlagen war und deswegen verschossen hat. Ich hoffe mal, das wiederholt sich jetzt nicht. Bitte, 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 bitte. Stöger gegen Gral. 1-0, jawohl. Sechstes Saisontor mittlerweile schon. Mir war die Frage, ob er auch noch im Verlauf der Saison Nationalspieler wird. Da war ja schon Rangnick im Stadion gesichtet worden. Noch kein Vollzug vermeldet in der Hinsicht, so in Anführungsstrichen, dass er da nominiert wurde. Wittek keine Verletzung, das ist schon mal gut. Frühe Führung ist natürlich noch besser. Hier schon in Dortmund, da, gut, da haben wir nach einer Minute geführt. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir das natürlich gerne mit. Ne? Ballbesitz sogar schon mehr jetzt. 60%. Meistens hatten wir bisher gegen Mannschaften, die Ballbesitz spielen, ja, immer so das Verhältnis 40-60 für den Gegner. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt auf ausgewogen eingestellt habe. Wäre vielleicht auch mal in Zukunft eine Variante. Viel passieren tut auf jeden Fall nicht. Also wir scheinen in Anführungsstrichen den Gegner im Griff zu haben bis dahin. Aber ist erstmal 25 Minuten gespielt auch. Auf jeden Fall großer Abstand bei den Frankfurtern noch. Sieht man schon an den Passwegen, ne? Wie lange der Ball unterwegs ist. Oh, das ist viel Platz für Max. Wittek aber. Ne, Passlage, Entschuldigung, direkt zur Stelle. Klärt den Ball raus. Serbin. Konter versuchen. Ja, doch. Hofmann mal noch am Ball. Sehr schön. Ich dachte erst, der Ball wäre weg. Broschinski. Dreht nochmal ab, hoffe ich. Ne, setzt sich durch. Guck an. Aber deutlich drüber von Wittek. Aber sehr schön gemacht. Sehr, sehr starke Aktion von Broschinski. Ich sag ja, der ist aktuell echt gut drauf. Also der ist eigentlich moralisch durch, ne? Also echt schlecht drauf, weil er halt komplett unzufrieden war mit dem Verlauf der Hinrunde, auch die Einsatzzeiten. Aber der brennt. Der brennt komplett. Wittek. Zurück auf Bernardo. Ganz zurück auf Riemann, neuer Spielaufbau. Oh, oh, Osterhage, haarsträubender Fehler, Junge, Alter, das gibt's nicht. Was macht denn Osterhage da? Ah, ich werd verrückt. Haarsträubender Rückpass. Mamusch freut sich natürlich. Ein Osterhasen zur Weihnachtszeit und ja, macht den rein. Leichtes Spiel. Hofmann, Serbin und abgefälscht, gibt nochmal Ecke. Oder Serbin, ist er mit Z. Ja, oh, doch nicht Einwurf, ich dachte schon, gibt Konter vielleicht. Das ist einfach nur ärgerlich, solche Gegentore. Ne? So schlampig zurückgespielt, das kann nicht wahr sein. Wir führen 1-0 und dann so eine Scheiße. Oh, Kopfball von Koch an die Latte. Bring uns selber in Not mit sowas. Meine Güte.
Viel passieren tut nicht, sieht man ja, ne? 2:3 Schüsse aufs Tor. Ja, Serbien ist immer noch nicht so richtig im Spiel eingebunden. Man sieht es wieder ein schlechtes Spiel. Also er hat jetzt 3 Einsätze, also inklusive dem hier. Und zweimal nicht so wirklich drin. Da fehlt noch die Bindung zum Spiel. Vielleicht ist er auch die Landessprache, so blöd wie es sich anhört, aber es kann echt eine Rolle spielen, die ihm da fehlt. Dann die Bindung zu den Mitspielern. Schlotterbeck wäre eine Variante als tiefer Sechser. Ich glaube, Mario. Oder Masovic kannst du ja auch. Masovic rein. Und ich glaube, ich werde mal Serbien. Boah, ist eigentlich manchmal auch nicht gerade die beste Idee, so früh einen Spieler rauszunehmen, nur weil es jetzt ungefähr nicht läuft. Aber ich habe da echt so ein Gefühl, das wird sich nicht großartig ändern. Gegen Dortmund hat er ganz gut gespielt. Hier scheint es nicht wirklich zu laufen. Wieder mal nicht. Vor all dem. Müsste mehr auf die Flügel gehen vielleicht. Ja, wobei Asano jetzt auch nicht gerade der Burner ist, meistens links. Ja, vielleicht jetzt. Wir machen einfach mal den Doppelwechsel. Ich habe außerdem gesehen beim Schneiden, war letztes Mal doch tatsächlich mein Fehler. Ich hatte da Bero ausgewählt, so hier in der Reihe und bin dann auf Asano gekommen und habe dann hier ihn auf die Position gezogen. Also war kein Bug, wie es vorher einer war, weil da war es wirklich ein Bug, das hatte ich auch in der Aufnahme gesehen. Sondern in dem Fall einfach mein Fehler. Vielleicht hier. Wohl, funktioniert meistens am besten auf der Seite nicht, seines nicht so starken Fußes. Also in dem Fall ist er beidfüßig, ist eigentlich dann völlig wurscht. Ja, machen wir einfach mal. Ich komme ehrlich, das ist immer so ärgerlich, wenn du solche dämlichen Gegentore kassierst, ey. Aber er freut, weil wir eigentlich ein gutes Spiel bis dahin machen, in Anführungsstrichen. Ne? Ohne den dummen Fehler von Osterhage wäre das Ganze gar nicht passiert. Hinspiel haben wir noch 4-1 gewonnen zu Hause. Ansonsten wechsle ich vielleicht gleich auf ein 5-2-3. 5-3-2 mit Doppelspitze. Tut mir aber schwer, ehrlich gesagt, mit einer Gegnerabwehrreihe aus 5 Mann da nur ein Stimme aufzubieten. So per se. Was erzähl ich denn da? Ohne großartige Unterstützung, ne? Die beiden dann nebeneinander. Dann eine Unterstützung von den Flügelverteidigern, das reißt einfach nur Lücken. Ach, ey. Wie man es macht, macht man es meistens falsch, dachte man ja immer, ne? Obwohl in der Hinsicht wirklich einfach der dumme Fehlpass, der ausschlaggebende Scheiß einfach war. Das ist nicht zu tolerieren. Boah, das ist wirklich so ärgerlich, Mensch. Gehst du bei der Eintracht in Führung und dann so eine doofe Scheiße? Ja, was machen wir? Boschinski und Asano. Die sind nicht wirklich da, kann man sagen. Sind nicht wirklich da. Könnte man höchstens so machen. Wenn die Flügel schon abgemeldet sind. Gehen dann, ja, machen wir so. Machen wir es einfach mal. So, aber nicht Boschinski in der Innenverteidigung. Nee, das wäre jetzt auch nicht richtig. Oh, jetzt in die Mitte. Ja, Schlotterbeck, dann da rein, dann geht Schlotterbeck in die Mitte und Ordetz auf dem rechten Flügel. So gesehen oder in die rechte Abwehrseite.
Noch mal einfach mehr fordern. Fordern, fordern, fordern. Wittek. Hei, an die Latte. Eieieiei. Jetzt haben wir aber echt doppeltes Pech. Oh, jetzt mit einem langen Ball auf Asano. Der kommt aber nicht an. Abseits. Ich habe schon gedacht, schon wieder Elfmeter. Ach, Jungs, 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 das ist doch einfach ärgerlich, ey. Aber Baro für Stöger, da soll er eigentlich nicht, eigentlich soll er nicht durchspielen, aber ja, konditionell scheint es zu packen, ne? Scheinbar schafft er irgendwie bis zur 90. Minute, wie es aussieht. Ich glaube jetzt nicht, dass er da plötzlich in sich zusammenbricht, sage ich einfach mal. Ja, der Sturm könnte auch besser sein. Hofmann rein für Paciencia, ah, andersrum. Ja. Ich kotze im Strahl. Auf jeden Fall die Antizipierung, die passt. Das frühe Pressing, Asano. Richter quer auf Hofmann. Das gibt keinen Elfmeter. Das war echt knapp jetzt. Dann kann man auch nicht erwarten, jedes Mal Elfmeter zu kriegen. Und wieder knapp auf Hofmann. Shaibi für Gustil. So. Shaibi, der kriegt natürlich auch wieder die gleiche Behandlung wie alle anderen auch. kein nur unentschieden. Ey, das ist wirklich der Horror. Der absolute Horror, du. Komm ich nicht klar gerade drauf. Ich komme darauf absolut nicht klar. Mehr fordern, komm nochmal, vielleicht eine gute Schlussphase. Es war gerade so knapp zweimal, ne? Jetzt ist Stöger so langsam auf der Felge. Wo ist er da? Baro kommt dann rein, bevor er sich wieder verletzt. Stöger wäre natürlich super scheiße. Letzter Wechsel auch, den wir hier machen können. Kommt, Leute, ey. Ich meine, Punkt wäre auch nicht schlecht, auswärts zu punkten, aber es könnte auch 1-0 stehen. Pacho, auch jemand mit einem Wahnsinnsreflex. Eine Wahnsinnstat. Ja, Max spielt auf Zeit, ist klar, ne? Sind auch die schlechtere Mannschaft jetzt so gesehen. Bis dahin sehr auf Zeit spielt und den Punkt, dass sie da den Punkt mitnehmen wollen, ist normal. Paciencia, starker Einsatz. Drücken jetzt nochmal die Frankfurter. Ball raus, jetzt vielleicht der Konter über Asano. Asano immer noch, Asano. Wett. Das sah aus, als ob der Kral dran gewesen wäre, aber ist ja gut, das lässt sich jetzt nie ändern. Ich gedacht, das gibt noch mal eine Ecke. Ja, jetzt wo ich die Sekunden immer runterzähle, schwitzend jetzt diesmal, gehen sie zu schnell auf unserer Seite. Nochmal Chance für Frankfurt, die letzte wahrscheinlich, rausgeköpft und er wird abgepfiffen. Ein XG-Wert von 2,14 und wir nehmen nur einen Punkt mit. Das ist wirklich ärgerlich. Andererseits, ne, hatte ich ja gerade schon gesagt, besser wie nix. Besser als zu verlieren auswärts. Aber von den Möglichkeiten, die wir hatten, doch schon ärgerlich. Also vor allem, wie gesagt, kann ich jetzt nicht oft genug sagen, so wie das Tor entstanden ist. Das war ja mehr ein Geschenk wie sonst was. Enttäuscht. So, wie immer nehmen wir dann den Spieltag in die Einzelteile auseinander. Augsburg am Freitag 2:1 Sieg gegen Leipzig. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Niederlage für Leipzig, werden wir gleich genauer sehen, hintereinander. Und zumindest die zweite, wenn ich mich jetzt da nicht zu sehr verhaue. Dann Gladbach, Darmstadt 0-0, Frankfurt 1:1 gegen Bochum, Hoffenheim 2:1 gegen Köln, Union, Wolfsburg 1:1, 90. Minute hat Köln, hat Wolfsburg hier noch einen Punkt erstibitzt.
Stuttgart Mainz 2:0 und Leverkusen Bayern 0:2. Auch hier ein Tor in der Nachspielzeit wieder. Also letzte Zeit irgendwie Mode, da Mannschaften noch relativ spät treffen. Nur wir leider nicht. Bremen, Heidenheim 0:0. Dortmund gewinnt gegen Freiburg 2:1. Zweite Niederlage sind für Leipzig jetzt in Folge. Wir stabilisieren uns weiterhin in der oberen Tabellenhälfte. Jetzt ist der Vorsprung geschmolzen von 10 auf 8 Punkte. Aber mein Gott, es ist immer noch ein guter Vorsprung. 2 vor Bayern, 2 hinter Leipzig. Wir hätten gleichziehen können, so gesehen. Das ist einfach wirklich ein. Also gefühlt ist es wie eine Niederlage. Ne? Nach so einem saudämlichen Gegentor ist es gefühlt eine Niederlage. Müssen wir trotzdem leben. Sind seit 5 Spielen ungeschlagen. Also das Glas andererseits immer halb voll sehen statt halb leer. Und ja, wir haben 10 Punkte in 4 Spielen geholt. Das ist auf jeden Fall gut. Und nächste Aufgabe heißt dann aber zu Hause gegen Bayern. Das wird schwer. Da rechne ich schon mit einer Niederlage, sagen wir mal ganz ehrlich. Weil Bayern ist jetzt wieder im Aufwind, sind nicht die gleichen wie zur Hinrunde. Aber wir warten mal ab, was passiert. Vielleicht haben wir ein bisschen Matchglück, nehmen die Herausforderung gut an und vielleicht auch die gute Form. Und reißen noch was gegen Bayern. Erstmal abwarten und Tee trinken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.